Wenn ihr gern natürliche Produkte ausprobieren wollt, haben wir die Lösung für euch in diesem Video. Wir zeigen euch heute 6 selbstgemachte Lippenbalsamrezepte. Wir brauchen dafür zerkleinerten Bienenwachs. Schmelzt es und fügt etwas Kakaobutter hinzu. Und jetzt etwas Lebensmittelfarbe hinzugeben. Dann ab in die Tasse damit. Dann Gelee und Kokosfett. Dann noch ein paar Tropfen ätherisches Öl mit Grapefruit-Aroma hinzufügen. Entfernt den Inhalt vom Balsam und gebt vorsichtig eure Mischung hinein. Schraubt die Tube, um mehr Balsam hinzuzufügen. Wartet, bis es ausgehärtet ist. Jetzt schmücken wir den Behälter. Tupft es jetzt mit einem Schwamm weiß an. Dann zeichnen wir mittig eine Linie, damit wir wissen, wo die Kappe ist. Wendet dann den weißen Kleber an und deckt es mit Glitzer ab. Zeichnet dann eine Umrandung und tragt dort den Kleber drumherum auf. Jetzt bestreuen wir mit einem anderen Glitzer die Stelle. Schmückt es weiter. Der Lippenbalsam ist schön mit Glitzer bedeckt und fällt natürlich sehr auf. Der Balsam in einem glamourösen Röhrchen ist der Hingucker. Wir machen einen weiteren Balsam mit einem Glitzerbehälter. Als erstes brauchen wir dann Petroleumgelee und ätherisches Öl mit Grapefruit-Aroma. Stellt die Tasse mit den Zutaten in eine Schüssel, wo ihr heißes Wasser hineingießen könnt. Dann schmelzen wir wieder Bienenwachs und verrühren es unter. Legt dann ein Stück Lippenstift für das Aroma hinzu, schmelzt es und tröpfelt es in den Balsam hinzu. Dann fügt noch etwas Glitzer dazu. Wenn ihr den Balsam aufträgt, berührt ihr nicht mit der Zunge und entfernt den Glanz vor dem Schlafengehen. Gebt die Mischung jetzt in einen Behälter. Der kräftige Glanz ist genau das Richtige für euer Abend-Make-up. Das nächste Rezept ist ähnlich, aber wir zeigen eine weitere Möglichkeit, Tönungen herzustellen. Wir geben das Petroleum-Gelee zu dem Glitzer in die Tasse. Dann noch etwas Kokosfett und rosanen Lidschatten. Verrührt es gut, bis es gleichmäßig verteilt ist. Jetzt gießen wir die Mischung in einen kleinen Behälter. Wir wollen jetzt aber noch eine andere Tönung hinzufügen. Also nehmen wir blauen Glitzer. Verteilt es in die Mischung. Jetzt noch schnell andere Glitzerfarben hinzu vermischen. Und in den Behälter geben. Lasst uns jetzt den Behälter schmücken. Schließt dabei den Deckel. Und tupft mit einem Schwamm die Oberseite weiß. Dann geben wir wieder weißen Kleber an den Seiten dazu und bedecken es mit Glitzer. Jetzt kommt noch eine Rosenverzierung auf den Deckel dazu. Beklebt es mit Kleber. Dann entfernt wieder das Band. Dieser fantastische Lipgloss ist ein süßer Hingucker. Jetzt werden wir wieder einen ganz speziellen Pflegebalsam herstellen. Beginnen wir mit der Röhre. Wir decken die Oberseite mit Klebeband ab. Malt dann wieder die Basis weiß an. Jetzt könnt ihr noch Farbe hinzugeben. Und noch ein weiterer Farbton. Lasst uns jetzt den Glitzer anfertigen. Schmelzt die Kakaobutter zusammen mit dem Lippenstift. Dann fügen wir noch Bienenwachs hinzu. Und das Glitzer. Dann ab schnell damit in den Behälter. Ihr könnt auch mehrere Glitzervarianten in den Behälter hineingeben. Es ist nicht nur ein Lippenstift, sondern ein schickes Accessoire in eurer Handtasche.
Ein weiterer cooler Balsam könnte ein tolles Schmuckstück in eurer Sammlung sein. Gießt heißes Wasser in eine Schüssel und legt eine kleine Glasschüssel hinein. Jetzt geben wir Kakaobutter, Oliven- oder Sonnenblumenöl und Kokosfett dazu. Wir fügen etwas Lidschatten für die Tönung hinzu. Schön verrühren. Und dann in den Behälter gießen. Und abkühlen lassen. Lasst uns noch ein paar Töne machen. Das Rezept ist dasselbe, wir benutzen nur eine andere Farbe. Jetzt füge ich noch etwas Bienenwachs hinzu und noch eine weitere Schicht. Und noch eine. Dann verzieren wir die Oberseite des Behälters. Dieser tolle gestreifte Glitzerbalsam wird eure Lippen schön befeuchten. Und als letztes stellen wir den einfachsten Lippenbalsam her. Mischt Petroleumgelee und Rizinusöl im gleichen Verhältnis. Dann geben wir Lidschatten hinzu. Jetzt nur noch den Balsam in den Behälter. Dieses Rezept schützt eure Lippen vor Kälte im Winter. Das Tolle bei unseren Produkten ist, dass ihr die Farbe und Zutaten selbst wählen könnt. Und es ist zu 100% hautverträglich. Wir hoffen, dass euch unsere Rezepte gefallen haben. So wisst ihr genau, was drin ist. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Drückt auf die Glocke, um die neuesten Videos von uns zu sehen.